Jo, moin sind nur Leute, herzlich willkommen bei mir. Heute gibt es mal ein Ründchen. Guckt euch das an. Und ich weiß gar nicht, was für Piloten ich habe. F1, Order, Attack my target. Geh töten. Ich habe die ganze Zeit irgend so ein Ching Ching im Ohr. Bombs. So, auf jeden Fall, ich mache jetzt einfach mal alleine eine Runde ohne Stream. Mit KI. Gegen KI natürlich. Bombs. Mit einer Assault-Lanze. Drei Annihilator, einen davon fahr ich. Wutz. Tschüss Arm. Und das linke Bein. Irgendein Bein. Okay, bye bye. Ja, still. Oh. Das war nicht gut genug davor gezielt. Und. So, meine KI-Mates auf jeden Fall. Ach, ne, ist auch scheißegal. Die haben irgendwelche Annihilator bekommen und irgendeinen Atlas. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welchen Settings. Oh mein Gott, ist das geil. Auf welchen Settings die KI ist. Ich habe mich bei mir für die Bewaffnung entschieden, die LBX 20er mit den Solid Rounds zu nehmen. Nicht 20, die LBX 10. Also, das, die Pumpgun, die kann ja laut Lore. Oh, das sieht schon tatsächlich inzwischen, finde ich das ziemlich geil eigentlich, wenn die PDC so einschlagen. Oh Gott. Ja. Ach, na, das mit dem Vorziehen, das muss halt echt noch besser werden. Auf jeden Fall kann eine Pumpgun, also die Autokanonen an sich, die schießen eigentlich einen Strahl an Munition heraus. Ne, ihr nehmt den da, den Locust. Und ich nehme den da hin. Den Javelin. Eine normale Autokanone verschießt so ein bisschen einen Strahl am Projektieren. Komme ich hoch genug? Ich komme hoch genug und bams. Oh, nicht weit genug gezielt. Jetzt aber. Tschüss. So, und jetzt, es fällt runter und boom. Ach, wunderschön. Okay, bye bye. Gut gemacht. Die Pumpgun verschießt dann halt einfach klar Streumunition oder Solid Rounds. Das heißt, nicht diese gestreute, das ist echt krass mit den Assaults, wie hart die hier alles wegfallen einfach, ne? Greift mein Ziel an. Macht das schnell kaputt. Ich habe keine Lust, das mit dem Vorziehen die ganze Zeit. Und er bewegt sich mal, er bewegt sich nicht. Instant down. Spaß macht es hier halt gerade, was ich hier so geil finde. Sind diese Solid Rounds. Also das ist halt einfach ein dicker, fetter Haufen. Ein Klumpen Munition, der rausgekotzt wird. Bombs. Und das auch nicht gerade langsam. Das war, das ist selbst für das Spiel zu krass. Da hört es auf mit dem Ton. Oh mein Gott. Ah, oh, es kam ins Ruckeln. Na. Und über jetzt. Wow. Oh, geil, da flog noch der Pilotensitz weg. Ach, aber das fühlt sich gerade einfach richtig geil an, dieser fette Rums. Eigentlich mit der Pumpgun und dann ist es aber sowas, so ein Solid Round halt, ne? Das ist schon geil. Okay. Ihr dürft ihn angreifen, ich nehme den. Und ein Heady. Putz. So, Seitentor ist weg. Bams. Die Feuerrate ist aber auch einfach geil. Und es wird tatsächlich dann irgendwann auch ein bisschen heiß mit den Dingern. Na, hast du deine Burstfire AC5 verloren und denkst du so, fuck. Und ich denke mir auch, fuck, hätte ich mal die Energiewaffen weggelassen. So, wieder hochfahren. Come on. Brrr, piep, 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 boom. Miep, 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 boom. Nice, Headshot. Danke für diesen coolen Kommentar, nettlicher, freundlicher Mech-Krieger von dem Mann. Wo ist das nächste Dropship? Wenn mir das wenigstens auf dem Radar angezeigt werden würde, ne? Die merken ja, dass da was reinkommt, ihr kriegt den Zeus als Ziel. Genau, schieb dich vor mich, Le Atlas. Mal schauen, wer sein Ziel schneller down kriegt. Ihr oder ich? Ups.
Das war sogar aus Versehen auf den Kopf getroffen. Das war gar nicht unbedingt mein Ziel. Und der sieht aber schon wirklich gut angerannt aus, muss man sagen. Das machen sie gar nicht mal so schlecht. Bams. Das mit den Headshots ist ein bisschen zu einfach. Muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, aber ich könnte es auch einfach nicht machen, aber es macht schon zu viel Spaß. Ich werde mir aber, glaube ich, für die Kampagne, wenn MechWarrior 5 dann rauskommt, vornehmen, für mich persönlich, dass ich keine Headshots machen darf. Oder höchstens einen gezielten pro Mission. Das war knapp. Piu. Für, also ich darf dann pro Mission höchstens einen Headshot machen. Für einen Mech, den ich unbedingt erden möchte. Ja, schieb dich ruhig vor mich. Ja, das war ich, sorry. Nein, eigentlich so ganz sorry nicht. Also die KI ist aber auch tatsächlich nicht so dumm. Es passiert immer wieder mal. Aber sie ist trotzdem noch besser als der durchschnittliche MechWarrior Online-Spieler, muss man ja mal sagen. Munition, wie viel Schuss habe ich noch? Ich habe noch immer 148 Schuss. Boah. Ja, die warten wir noch ab und dann gehen wir einfach mal nach Hause, ne? Tam, tam, tam. Beep, beep, beep. Hier nehmen wir den T-Bolt raus. Ja. Wir beobachten einfach weiter den Thunderbolt. Was sie draus machen, der ist down. Den T-Bolt haben sie fast. Und dann mal wieder diese Druckwelle der PDC gesehen. Und die! Da ist der Veteran tot. Der hier lebt immer noch, tatsächlich. Heat Level Critical. Und er explodiert. Na, eject, eject. Boom! Also normalerweise machen die Mechs das nicht. Bei der Art von Reaktor, die hier verbaut ist, in der Theorie soll es eigentlich prinzipiell eher eine Implosion sein anstelle von einer Explosion. Da streiten sich viele Battletech-Fans auch. Und im Prinzip ist es tatsächlich einfach, dass sie nicht so explodieren, wie sie es hier zwischendurch tun. Aber es ist halt, ich finde es vollkommen in Ordnung, weil es ist geil für das Effektfeuerwerk. Boom. Und putz. Einfach jetzt mal ein bisschen dran rumrütteln und dann hören wir gleich machen. Es macht aber auch zu viel Spaß, ganz ehrlich. Ich muss mir das mit den Solid Rounds merken. Na, nerd. Kein Eject. Er explodiert einfach. Boom! Oh doch, Eject, Eject, hat er gemacht. Mit diesen Kanonen auf die sogenannten Spatzen schießen. Batz. Oh, ich habe einen PPC-Treffer abgekriegt, meine Sensoren sind gestört. Der dürfte jetzt... Ich glaube zumindest, dass ich ihn gekillt habe mit kaputte Beine. Es war kein Mate. Tatsächlich immer noch als Ziel eingeredet. Ob man sich wohl den Schrott weiter zu Klump schießen kann, also die Max halt einfach die Beute. Jetzt sind es aber auch langsam wieder ein paar mehr, so ein bisschen aufdringlicher, ne? Und wir sind runterkühlen. Okay, der ist fertig. Blackjack. Ach, Movement, das ist OP. PGI, please nerf. Einfach Gegnerwelle um Gegnerwelle niedermoschen. Ah. Oh, das ist ja gerade kurzzeitig mal langsamer geworden. Das machen sie zwar nur aus Versehen, jetzt nicht. Also man merkt der KI an, dass sie jetzt nicht runterzählt, wie es jetzt vielleicht ein menschlicher Spieler machen würde. Wann sie der Cooldown fertig ist.
vom Feindfeuer. Aber sie haben halt generell einfach im Movement Pattern das so mit reingebracht, in der Befehlsstruktur der Bewegungen. Dass sie zwischendurch auch mal langsamer werden, irgendwie Haken schlagen und so. Und das finde ich zumindest gut gemacht. Dass man weiß, dass der Gegner nicht einfach nur stumpf geradeaus läuft oder geradeaus auf einen zu und so. Oder wenn er beschossen wird, dass er nicht einfach nur stumpf gerade von links nach rechts läuft oder sowas. Sondern durch das langsamer werden das Ganze. Was ist das? Bist du das? Oh, meine Autokanonen sind jetzt tatsächlich inzwischen leer. Und das waren tatsächlich Raketen von da hinten. Das ist ja auch noch mal ein interessantes Testvideo. Das Ganze vollstopfen mit Long-Range-Missiles. Und gucken, was die Mates so draus machen. Der Soundtrack gefällt mir richtig gut. Also das Gitarrengeschrammel, was man da immer um die Ohren gehauen bekommt, das passt gut zu so Schwermetall, womit man unterwegs ist. Wobei, wenn man in einem Light unterwegs wäre, dann wäre zwischendurch, je nach Lightmac, wenn es so ein richtig geiler Speedy ist, vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Dubstep gleich mal so für 23 Macs kaputt geschossen. Holland, die Waldfee. Oh, der Annihilator Mate, der hat auch ein Heady abgekriegt. Huh. Das wäre natürlich krass bitter. Also der Schaden, den sie gefressen haben. Der Gegner, der war halt immer sehr schnell down, muss man an der Stelle sagen. Interessant wäre es auch noch, einfach der KI das Ganze zu überlassen, die kompletten Gegner niederzumachen und mal abzuwarten, wie das so verläuft. Da müsste man sich aber weit genug hinten halten können, irgendwie so, dass man nicht attraktiv als Ziel da irgendwie steht oder sowas. Das macht das Ganze wieder ein bisschen schwierig. Ja Leute, besten Dank fürs Zugucken, haut rein, Traum auf den Tag, ne? Peace, ich bin raus.